Der Friedensvertrag von Saint-Germain bestimmte auch wirtschaftlich den Lebensalltag in Österreich in den 20er Jahren. Die auferlegten Reparationszahlungen und auch die Übernahme der Staatsschulden der zu Ende gegangenen Monarchie Österreich-Ungarns sorgten jetzt dafür, dass die bereits durch den Krieg vorhandenen wirtschaftlichen Probleme immer größer wurden. Erster Punkt. Wie reagierte nun die Regierung auf diese Situation? Bereits 1919 und 1920 erkannte die österreichische Koalitionsregierung, dass die Lage der Arbeiter und der Angestellten schlecht war und dass es ein großes Ziel sein muss, die Lage der Arbeiter und der Angestellten zu verbessern. Dazu wurden 1919 und 1920 die Sozialgesetze erlassen. Diese Gesetze machten Österreich zu einem der fortschrittlichsten Sozialstaaten Europas. Inhalte dieser Sozialgesetze waren: Kinderarbeit wurde verboten. Nachtarbeit für Frauen wurde auch verboten. Betriebsräte wurden eingeführt, die Mitsprache hatten. Bezahlter Urlaub wurde eingeführt, der 8-Stunden-Arbeitstag und Unterstützung für Arbeitslose. Zweitens, die Probleme aus dem Ersten Weltkrieg blieben natürlich bestehen. Da ist zum Ersten die Kriegsinflation. Kriegsinflation bedeutet, dass Lebensmittel schon während dem Krieg immer teurer wurden. Nach dem Krieg verschlimmert sich nun die Situation und es kommt zu einer sogenannten Hyperinflation. Das bedeutet, die ohnehin schon teuren Lebensmittel werden immer noch teurer, genauer gesagt, ihr Preis verdoppelt sich. Bis 1921 verdoppelt sich der Preis jährlich, Ende 1921 verdoppelt sich der Preis jedoch schon monatlich. Warum kommt es nun zur Inflation? Das Zahlungsmittel in Österreich waren die österreichischen Kronen. Jede Währung braucht immer eine bestimmte Sicherheit. Die Sicherheit der Kronen war gegeben durch die Industriegebiete im Norden und auch die Kohlevorkommen und natürlich auch durch die großen Agrargebiete in Ungarn. Diese befinden sich nun aber in anderen Staaten. Kohle und Industrie in der Tschechoslowakei gehören nicht mehr zu Österreich und Getreide gehört nur mehr zu Ungarn. Daher verlieren die Kronen immer mehr an Wert. Ein weiteres Problem, das durch den Wegfall dieser Gebiete entstand, war nun, dass man diese Güter und auch die Nahrungsmittel importieren musste. Das heißt, man musste Geld für diese Güter bezahlen. Man hat also Geld an die Tschechoslowakei bezahlt für Industrieprodukte, für Kohle, um die Energieversorgung im Land aufrechterhalten zu können. Man hat an Ungarn bezahlt für Getreide, für Nahrungsmittel und, was wir nicht vergessen dürfen, natürlich hatten wir noch die Reparationszahlungen zu bezahlen. Wie man jetzt sehen kann, ist in Österreich damit kein Geld mehr übrig. Die Folge: Bereits 1919, 1920 überstiegen die Ausgaben die Einnahmen in der Republik Österreich. Die Regierung ließ immer mehr Geld drucken, das jedoch ständig an Wert verlor. Ein Beispiel: Für 10.000 Kronen hätte man im Jahr 1914 noch einen gesamten Wohnblock kaufen können. Im Jahr 1922 konnte man für 10.000 Kronen nur mehr einen Laibbrot kaufen. Gestoppt wurde die Hyperinflation erst durch eine Anleihe des Völkerbundes. Das bedeutet, dass Österreich finanzielle Mittel von ausländischen Geldgebern bekommen hat. Das Problem war jetzt aber, dass diese ausländischen Geldgeber von der österreichischen Regierung ein strenges Sparprogramm erwartet haben. Dazu wurde 1924 eine neue Währung eingeführt, der Schilling.
Das oberste Ziel war es nun, den Schilling als Währung zu stabilisieren, das heißt eine Inflation, also wieder eine Geldentwertung zu verhindern und den Schilling zu stabilisieren und seinen Wert zu halten. Zu schaffen war dies nur mit einem strengen Sparprogramm. Ein solches ließ keine Investition in Wirtschaftswachstum zu. Diese Tatsache führt die Republik Österreich nun in das nächste große Problem. Drittens, Arbeitslosigkeit. Die fehlenden Investitionen führen nun dazu, dass immer mehr Betriebe zusperren mussten oder einen Großteil ihrer Arbeiter entlassen mussten. Auch der Staat selber hatte kein Geld mehr und musste ca. 100.000 Beamte entlassen bzw. vorzeitig in Pension schicken. Die Arbeitslosenrate stieg immer weiter an. Die ganzen 20er Jahre hindurch haben wir eine sehr hohe Arbeitslosigkeit hier in diesem Bereich zu sehen. Den traurigen Höhepunkt erreichen wir 1933 mit einer Arbeitslosenquote von fast 26%. Die Folge: Es kam zu Hungerdemonstrationen und zu Plünderungen. Diese extreme Sparpolitik konnte die Sozialdemokratische Partei bereits ab 1920 nicht mehr mittragen und schied daher aus der Koalition aus. Der Gegensatz zwischen den beiden Großparteien, Christlich-Sozialen und Sozialdemokraten, wurde zunehmend größer und führte in weiterer Folge zu einer immer härteren und radikaleren Auseinandersetzung. Am Ende gibt es wieder etwas für Wissenshungrige. Der nach dem Ersten Weltkrieg gegründete Völkerbund konnte sein Ziel, nämlich den Frieden langfristig zu sichern, nicht erfüllen, da bereits 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach. Als Folge wurden 1945 die Vereinten Nationen, die UNO oder UN, gegründet und der Völkerbund wurde offiziell aufgelöst. Ziele der UNO sind die Sicherung des Weltfriedens, Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit.